Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 94: Mein Schicksal in deiner Hand. Schwester Mary? Fragte Lucius leise, nachdem er erwacht war und einen Schatten im Krankenzimmer bemerkt hatte, der ihre Größe besaß und ein weißes Häubchen zu tragen schien. Er hörte plötzlich einige Männerstimmen von Personen, die ihn jedoch nicht gehört zu haben schienen. Dann hörte er, wie Marie mit ihren weichen Schuhen zu ihm eilte, und dann vernahm er ihre leise Stimme recht hastig sagen: Es ist alles in Ordnung, Mr. Malfoy. Bitte seien Sie still. Es sind Leute vom Ministerium hier. Vom Ministerium? Ist Miss Bones dabei? Fragte er flüsternd. Da der Minister und Shacklebolt ihn schon länger nicht mehr aufgesucht hatten, befürchtete er, sie hätten keine Verwendung mehr für seine Informationen, was ihm Miss Bones sicherlich bestätigen könnte. Nein, sie ist nicht hier, sagte Schwester Marie, bevor sie von einem anderen Bett aus von einem Mann herbeigerufen wurde. Wann genau ist der Patient noch einmal eingeliefert worden, Schwester? Ach, am besten kopieren Sie mir die gesamte Krankenakte für meinen Bericht. Und eine Frage hätte ich noch. Diese ganzen Narben hier am Rumpf und an den Armen, vom Gesicht ganz zu schweigen. Ist er mit all diesen Verletzungen eingeliefert worden? Oder waren einige von ihnen schon vorher da? Besonders diese hier? Fragte eine Stimme, die Lucius vertraut vorkam. Wenn er sich nicht irren sollte, gehörte diese Stimme dem Auror Dawlish. Ich kopiere Ihnen gerne die Akte, denn da steht alles sehr präzise drin. Aber wollen Sie nicht auch ein Wörtchen mit Professor Puddle wechseln? Ich könnte ihn holen. Er hat heute Nachtschicht, hörte er Marie sagen. Nein, nicht notwendig. Ich habe gesehen, was ich sehen wollte. Kopieren Sie uns die Akten, sagte Dawlish recht barsch. Und gleich darauf bemerkte Lucius, dass die Männer das Zimmer wieder verließen. Es musste mitten in der Nacht sein, denn andere Geräusche hatte er nicht vernehmen können. Am Schlaf war nicht mehr zu denken. Warum kümmerte sich ein Auror plötzlich um seinen Zimmergenossen, wo er doch monatelang von niemandem Besuch erhalten hatte? Eine Stunde später hörte Lucius erneut die Tür und wie er es schon fast geahnt hatte, kam Schwester Marie an sein Bett. Ich bin wach, Marie. Sagen Sie mir was. Sie unterbrach ihn und erklärte etwas aufgeregt. Die sind völlig unangemeldet gekommen und wollten ihn sehen. Ich musste die Krankenakte kopieren. Besonders seinen linken Unterarm haben sie sich angesehen. Ob er... Dieses Mal fiel Lucius ihr ins Wort. Diese Männer glauben, er wäre ein Todesser? Das kann ich nicht glauben. Die waren doch alle beim letzten Kampf dabei. Alle, die der dunkle Lord mit dem Mal hatte erreichen können. Es waren sehr wenige, die an diesem Tag fliehen konnten. Wer? Ich kann mir nicht vorstellen, welcher Todesser es sein könnte. Ich kenne doch alle. Er schien den Männern nicht bekannt zu sein. Ich halte es nur für ein Gerücht. Dieser Mr. Dawlish machte den Eindruck, als wollte er nur sicher gehen, dass ihm niemand entwischt, sagte Schwester Marie. Ja, das kann ich mir bei Dawlish gut vorstellen, bestätigte Lucius mit Abscheu in der Stimme. Dawlish war zu 150% dem Ministerium treu und führte alle Befehle, ohne sie in Frage zu stellen, loyal und pflichtbewusst aus oder arbeitete auf eigene Faust, um sich wieder einmal in ein gutes Licht zu rücken. Schwester Marie, fragte Lucius, wäre es zu viel von Ihnen verlangt, wenn Sie Miss Bones eine Nachricht von mir überbringen würden? Sicher kann ich das tun, Mr. Malfoy,
Miss Bones ist die direkte Ansprechpartnerin im Ministerium, wenn es um sie geht, erklärte Marie. Was kann ich ihr ausrichten? Lucius atmete einmal tief aus und wieder ein, bevor er mit fester Stimme sagte: Ich will, dass sie mich besucht. Das ließe sich machen. Aber jetzt schlafen Sie ruhig noch ein paar Stunden. Es ist erst 2:30, mitten in der Nacht, sagte sie flüsternd, sodass er lediglich nickte und ihr eine stressfreie Nachtschicht wünschte. Während 6:00 nachts alle Patienten fest schliefen, fand der Schichtwechsel auf der Station statt. Professor Puddle richtete das Wort an die Schwester und Pfleger und nannte zu jedem Patienten erwähnenswerte Details, wenn es etwas zu berichten gab. In Bezug auf den Patienten Malfoy, den das Personal bis auf Schwester Marie schlichtweg der Blonde nannte, wenn sie allein waren und über Patienten sprachen, sagte Professor Puddle: Für diejenigen, die es noch nicht wissen. Er blickte 2 braungebrannte Schwestern an, die gerade aus dem Urlaub gekommen waren. Bei Mr. Malfoy hat vor wenigen Tagen die Behandlung mit dem Spendermaterial begonnen. Er wird 2-mal täglich ins Behandlungszimmer gebracht. Sollte er auf 3-mal täglich pochen, ignorieren Sie es einfach. Nach dem Schichtwechsel und dem Beginn ihres Feierabends sagte Marie zu Professor Puddle: Sir, Mr. Malfoy hat darum gebeten, Miss Bones vom Ministerium zu kontaktieren. Er wünscht eine Unterredung. Ich habe jetzt Feierabend, Miss Amabilis. Mr. Malfoy wird sich gedulden müssen, unterbrach der Professor gereizt. Er hatte 2 Schichten hintereinander arbeiten müssen und Marie war ihm aufgrund seiner grantigen Art nicht böse. Zu Hause angelangt, fütterte Marie zunächst ihre 4 schwarz-gelben Kanarienvögel, bevor sie sich ihres Umhangs entledigte und sich vor den Kamin hockte. Es dauerte über 10 Minuten, da hatte sie eine Verbindung zu Mrs. Dannity, der Vorzimmerdame von Miss Bones, aufgebaut. Guten Morgen, mein Name ist Miss Amabilis und ich möchte dringend eine Nachricht an Miss Bones weiterreichen, sagte Marie etwas aufgeregt, denn sie hatte selten Kontakt zu hohen Stellen. Miss Amabilis, sagen Sie, um was genau geht es denn? Fragte Miss Dannity zurück. Es geht um Mr. Malfoy. Mr. Malfoy Senior. Er bittet um ein Gespräch mit Miss Bones, gab Marie gewissenhaft wieder. Miss Dannity zog die Augenbrauen zusammen und fragte skeptisch: Mr. Malfoy Senior? Wie? Oh, ich hätte es erwähnen sollen. Ich bin Schwester im St. Mungo Hospital und... Warten Sie bitte, Miss Amabilis. Ich denke, Miss Bones möchte mit Ihnen persönlich reden. Schon war Marie in der Warteschlange des Flohnetzwerkes angelangt. Von ihrer Mutter wusste sie, dass so etwas auch in der Muggelwelt gängig war. Plötzlich meldete sich Miss Bones. Miss Amabilis? Schwester Marie? Die beiden Frauen lächelten sich zur Begrüßung an, bevor Marie ihre Nachricht von Mr. Malfoy weitergab. Miss Bones fragte nach: Mr. Malfoy bittet um ein Gespräch mit mir. Gibt es einen bestimmten Grund, oder? Da Miss Bones verstummte, sagte Marie: Heute Nacht waren einige Männer aus dem Ministerium in Mr. Malfoys Krankenzimmer, um den nicht identifizierten Patienten zu begutachten, Miss Bones. Vielleicht möchte er deshalb mit Ihnen reden? Wie bitte? Fragte Miss Bones völlig irritiert nach. Es waren heute Nacht Leute aus dem Ministerium im Hospital? Ja? Gab Marie schüchtern zur Antwort. Sind Namen gefallen? Haben die sich Ihnen vorgestellt? Fragte Miss Bones besorgt klingend. Ja, einer von ihnen hieß Dawlish, erwiderte Marie. Für einen Moment schien es ihrer Gesprächspartnerin die Sprache verschlagen zu haben. Als Miss Bones wieder klare Gedanken fassen konnte, fragte sie: Hat Mr. Malfoy gesagt, warum er ein Gespräch mit mir wünscht? Nein, aber ich denke, es ist vielleicht deswegen, weil man seinen Zimmergenossen möglicherweise für einen Todesser hält. Aber das ist nur eine Vermutung, Miss Bones. Mr. Malfoy hat nur gesagt, er würde gerne, dass Sie ihn besuchen.
Ja, Miss Amabilis. Ich danke Ihnen für die Nachricht. Einen Termin kann ich nicht ausmachen, aber ich werde kommen, sobald ich die Zeit finde. Ich danke Ihnen vielmals. Sagte Miss Bones, bevor sie sich verabschiedete und Marie sich endlich für ihre Nachtruhe fertig machen konnte. Susan ging sofort in Arthurs Büro und sie wartete geduldig, bis der Minister einige Aufgaben an Tonks und Kingsley weitergegeben hatte. Tonks verabschiedete sich bald und rannte beim Hinausgehen versehentlich gegen den Türrahmen, doch Kingsley blieb noch im Büro, während Arthur bereits sagte: Susan, guten Morgen. Was gibt's für Neuigkeiten? Mr. Malfoy wünscht mich zu sehen, Arthur, sagte sie mit bebender Stimme. Ich habe eben einen Ruf übers Flohnetz erhalten. Miss Amabilis, eine der Schwestern, hat mir eben erzählt, dass Dawlish und weitere Männer aus dem Ministerium in der vergangenen Nacht den bisher unbekannten Patienten aufgesucht hätten und er eine Kopie seiner Krankenakte verlangt hätte, erklärte Susan. Kingsley fragte ungläubig nach. Dawlish soll heute Nacht dort gewesen sein? Susan nickte. Arthur blickte Susan an und gleich darauf Kingsley, bevor er fragte: Hat er von irgendjemandem einen Auftrag erhalten? Von mir nicht, versicherte Kingsley und Susan schloss sich ihm an. Gut, sagte Arthur. Kingsley, du kümmerst dich bitte um Dawlish und fragst, was seine nächtliche Geheimnistuerei sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eines unserer faulen Eier im Ministerium sein soll. Warten Sie, sagte Susan, bevor Kingsley das Büro verlassen konnte. Schwester Marie hatte gesagt, dass Dawlish glauben würde, der Unbekannte in Malfoys Zimmer wäre ein Todesser. Ich glaube, deshalb möchte Malfoy mit mir reden. Vielleicht kann er etwas darüber erzählen? Er wird wieder handeln wollen, aber ich weiß nicht, wie ich ihm gegenübertreten soll. Ich meine, Draco und ich... Sie verstummte. Alle drei dachten angestrengt nach und Kingsley war der Erste, der einen Vorschlag unterbreitete. Wer könnte einen Todesser wohl identifizieren? Fragte er. Sofort antwortete Arthur: Severus. Richtig. Wenn der Unbekannte in Malfoys Zimmer ein Todesser sein sollte, dann würde Severus ihn kennen, wenn der Mann nicht gerade in den 5 Jahren, in denen er mit dem jungen Mr. Malfoy auf Reisen gewesen war, das dunkle Mal empfangen haben sollte. Es wäre ein Versuch wert. Arthur wollte diese Angelegenheit so schnell wie möglich erledigt wissen, sodass er Susan auftrug. Besuchen Sie Professor Dumbledore und teilen Sie ihm mit, dass wir Severus sofort benötigen. Ich will auf der Stelle eine Antwort darauf, ob Severus den Mann kennt oder nicht. Susan, Sie werden mit ihm ins Hospital gehen. Reden Sie auch ruhig mit Mr. Malfoy. Ich bin mir sicher, dass er Ihnen gegenüber zurückhaltender auftreten wird, wenn sein alter Freund bei Ihnen ist. Aber... Susan, bitte, bat Arthur und sie nickte. Im Büro des Direktors erreichte Susan niemanden, weshalb sie die stellvertretende Schulleiterin anflohte, die glücklicherweise anzutreffen war. Miss Bones, grüßte Professor McGonagall, nachdem Susan erklärt hatte, weswegen sie mit Professor Dumbledore reden müsste, sagte sie: Oh, das tut mir leid, Miss Bones. Der Direktor ist gerade nicht im Haus, aber kommen Sie doch bitte in mein Büro. Kaum stand Susan in Professor McGonagalls Büro, wiederholte diese: Sie möchten den Schülern also Professor Snape entreißen, ja? Nun, die Schüler werden sicher nichts dagegen haben, aber Professor Snape lässt sich ungern während seiner Arbeit stören. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass er bei gewichtigen Anliegen umgänglich reagieren wird. Möchten Sie, dass ich ihn für Sie aus der Klasse hole? Vor ihrer ehemaligen Lehrerin wollte sie sich nicht die Blöße geben, das Angebot feige anzunehmen, weshalb sie antwortete: Nein, danke. Ich schaffe das schon. Seine Klasse ist? Wie üblich, Miss Bones. In den Kerkern, in den Räumen, in denen Sie schon unterrichtet worden waren, vervollständigte Professor McGonagall und Susan machte sich sofort auf den Weg. Vor der Klasse angekommen, lauschte sie und sie vernahm die tiefe, leise Stimme, die für sie immer so bedrohlich gewirkt hatte. Jetzt
war sie jedoch keine Schülerin mehr. Und auch wenn die Erinnerung daran, wie er sie mitten im Unterricht beim Verzehr einer Gummischlange erwischt hatte und ihr Haus deshalb um 10 Punkte erleichtert worden war, wieder in ihr aufkam. Sie durfte jetzt in seiner Gegenwart Gummischlangen essen, so viel sie wollte. Und er konnte gar nichts dagegen tun, denn sie war ja nicht mehr seine Schülerin. Außerdem war Dracos Patenonkel und Draco war ihr Verlobter, Vater ihres zukünftigen Kindes. Snape würde sie als Erwachsene behandeln, würde sie jetzt an die Tür klopfen und ihn um ein paar Minuten seiner Zeit bitten, um ihm ihr Anliegen zu erklären. Unerklärlich war jedoch, warum sie noch immer nicht geklopft hatte. Kaum hatte sie einen Fuß in McGonagalls Büro gesetzt, hatte sie sich schon wie eine Schülerin gefühlt. Susan riss sich zusammen und klopfte, bis sie seine Baritonstimme »Herein« sagen hörte. Sie öffnete die Tür, doch entgegen ihrer Erwartungen blickte keiner der Schüler sie an. Snape hatte seine Klasse noch immer voll im Griff. Und jeder wusste, dass Punktabzug drohen würde, sollte man seinen Blick vom brodelnden Kessel abwenden. Nachdem er sie angeschaut hatte, erhob er sich von seinem Platz und sagte leise zischelnd zu den Schülern, während er sich ihr bereits näherte. »Kein Geschwätz, kein Trödeln, keine Ablenkung.« Er war durch die Tür gekommen und schloss sie in dem Wissen, dass seine Schüler sich an seine Anweisungen halten würden, bevor er ruhelos wirkend fragte. »Miss Bones, ist etwas geschehen?« »Professor Snape, Arthur hat mich gebeten, Sie sofort mit ins Mungus zu nehmen. Wir vermuten, dass der Zimmergenosse von Mr. Malfoy eventuell ein Todesser sein könnte. Aber wir... naja...« »Sie wollten daher einen Todesser bitten, den Patienten zu identifizieren,« sagte er kühl, sodass sie lediglich nickte. »Miss Bones, ich bin mitten im Unterricht. Die verwendeten Zutaten sind nicht preiswert und die Kosten für sie werden, wie Sie wissen, teilweise von den Eltern der Schülern getragen und...« All ihren Mut zusammennehmend unterbrach Susan. »Ich bestehe darauf, dass Sie mitkommen, Professor Snape. Und zwar sofort.« Sein Gesicht blieb nicht ganz emotionslos, denn beide Augenbrauen waren an den Haaransatz gewandert. »Lassen Sie mich zumindest versuchen, kurzfristig eine Vertretung zu finden,« bat er höflich, woraufhin sie verständnisvoll nickte. Er ging nochmal kurz ins Klassenzimmer und sagte, »Mr. Malfoy und Miss Smith, Sie beide sind für einen Moment dafür verantwortlich, dass jeder Schüler mit seiner Arbeit fortfährt. Sollte jemand aus der Reihe tanzen, ist Punktabzug und eine Strafarbeit gewiss.« Susan hörte neben der fremden Stimme auch die von Draco. »Ja, Sir.« Sie folgte ihm ins Lehrerzimmer, in welchem sich Professor Sprout, Neville und ein gut aussehender Lehrer befanden. »Pomona, Neville?« sagte Severus grüßend. Dem Herrn, der weit rechts saß, nickte Professor Snape zu und sagte dabei distanziert, »Professor Svelte?« »Severus, wie können wir Ihnen...« »Nein, ist das etwa Miss Bones? Kommen Sie doch rein, lassen Sie sich ansehen, meine Gute!« forderte Pomona freudestrahlend, denn sie bekam selten einen ihrer ehemaligen Schüler aus ihrem Hause zu Gesicht. »Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Wiedersehensfeier,« sagte Snape schnippisch, doch Pomona ließ es sich nicht nehmen, Susans Hand zu schütteln. »Pomona, würden Sie mir einen Gefallen tun? Ich benötige eine Vertretung für Zaubertränke für die nächsten 80 Minuten,« sagte Snape in kühlem Tonfall. »Oh, das geht leider nicht, Severus, denn ich werde in 10 Minuten bei einem Händler erwartet, wegen der neuen Orchideensamen, aber vielleicht könnte Neville hier...« Susan bemerkte, wie Neville allein bei dem Gedanken daran, seine alte Klasse für Zaubertränke aufsuchen zu müssen, ängstlich zusammenzuckte. Pomona kam nicht dazu auszusprechen, denn Professor Svelte bot sich an. »Ich könnte Ihre Klasse übernehmen, mein lieber Kollege.« Neville atmete erleichtert aus. »Nein, danke, Professor Svelte. Neville, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen,« sagte Professor Snape in einem Tonfall, der kein Widerwort zulassen wollte.
Natürlich war Susan aufgefallen, dass Professor Snape zwar Neville, den privaten Schüler von Pomona Sprout, beim Vornamen nannte, jedoch seinen gleichaltrigen Kollegen formell mit Nachnamen ansprach. Nur widerwillig erhob sich Neville von seinem Platz und folgte nach draußen. Auf dem Weg in den Kerker fragte Neville verlegen: Ich? Was muss ich tun? Ich bin... Naja, Sie wissen ja, dass ich nie besonders, jedenfalls nicht in Zaubertränke. Sie sorgen lediglich als Autoritätsperson dafür, dass die Schüler still sind und den Anweisungen aus ihren Büchern folgen. Wenn die Tränke fertig sind, nehmen Sie die abgefüllten Proben der Schüler entgegen. Lassen Sie nach dem Unterricht bitte alle stehen und liegen, bevor noch etwas in die Luft fliegt. Erklärte Snape mit einem amüsierten Schmunzeln auf den Lippen. Warum nehmen Sie nicht Hermine? Wollte Neville wissen. Weil sie sich den heutigen Vormittag ausgesucht hat, um ihre Garderobe etwas aufzustocken. Sie ist unterwegs. Erklärte Snape schlichtweg. Severus erinnerte sich sehr gut daran, wie Hermine erwähnt hatte, sie würde unbedingt neue Kleidung benötigen, weil ihre alte zerschlissen wäre. Während Harry ihm nur wenige Minuten später unter vier Augen anvertraut hatte, dass keine ihrer Hosen mehr passen würde. Sie hatten seine Klasse erreicht und nachdem er seinen Schülern Neville als seine Vertretung vorgestellt hatte, begab er sich wieder zu Susan auf den Gang. Ich nehme an, wir müssen erst in ihr Büro flohen, damit wir von dort aus den Kamin ins Hospital nehmen können? Fragte er neugierig. Nein, ich kann von überall aus direkt ins Hospital kommen. Meine magische Signatur ist freigeschaltet. Erwiderte sie, bevor er sie in sein privates Büro brachte. Sie murmelte einen Zauberspruch, hielt ihren Zauberstab in den Kamin und sagte, während sie ihm das Flohpulver reichte: Wir haben 2 Minuten Zeit. Nach Ihnen, Professor Snape. Im Hospital traten beide aus einem Kamin, der für gewöhnlichen Publikumsverkehr gesperrt war. Wenn Sie mir folgen würden, Sir? Bat sie höflich. Nach etlichen Gängen, Abbiegungen und Stockwerken waren sie endlich auf entsprechender Station angelangt und plötzlich nahm Professor Snape sie zur Seite und sagte: Miss Bones, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber ich bin natürlich durch Draco über Ihren anderen Umstand informiert worden. In dieser Hinsicht frage ich mich, ob Mr. Malfoy Senior davon weiß. Sie schluckte und schüttelte den Kopf, bevor sie erwiderte: Nein, er weiß nichts. Ich war lange nicht bei ihm, nachdem... Sie hielt inne, doch sie ahnte, dass Professor Snape wusste, was mit nachdem gemeint sein würde. Sie wechselte das Thema. Malfoy hat mir durch die Schwester ausrichten lassen, dass er mit mir sprechen möchte. Ich vermute, es geht darum, ob der Mann in seinem Zimmer wirklich ein... Sie stockte, als sie Snape anblickte. Todesser ist oder nicht. Vielleicht will er auch wieder verhandeln. Arthur meinte, wenn sie bei mir wären, würde sich Mr. Malfoy eventuell im Zaum halten, was seinen Umgang mit mir betrifft. Snape nickte ihr zu und sagte dann: Gehen wir rein. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.